Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein besonderes Video, denn wir treffen uns zu unserer Weihnachtskollab im Juli, zu der alle Crafty-YouTuber weltweit eingeladen sind. Aber zunächst einmal herzlichen Dank an Tracy von Miniscenes GB, dass du die Organisation der Kollaboration von Claire von Claire's Crafty Corner übernommen hast. Ich denke, dass das mit einer Menge Arbeit verbunden ist und es daher nicht selbstverständlich ist, dass du das machst. Also danke dafür, liebe Tracy. Hier ist also mein Beitrag zur Collab. And now I'll try it in English. Today there is a special video because we are meeting for our Christmas collab, to which all crafty YouTubers worldwide are invited. But first of all, thank you so much to Tracy from Miniscenes GB for taking over the organization of the collaborations from Claire's Crafty Corner. I think it's a lot of work, so it's not a given that you do it. So thank you for that, dear Tracy. So here is my part in the collab. Ich habe mir die zwei großen Engel, die Form von Molds and Shapes, rausgesucht. Eine wirklich tolle Form. Und möchte gerne diese Seifenblasentechnik machen, die ich letztens ausprobiert habe und in die ich mich total verliebt habe. Ich finde die wirklich wunderschön zusammen mit den Chamäleonfarben. Und als erstes möchte ich natürlich ein Grund in die Form gießen, eine dünne Schicht Harz, um dann die Seifenblasen in UV-Harz aufzutragen. I took the mold with two angels from Molds and Shapes. It's a really great mold and I want to make the soap bubble technique. I tried last time and I think it's very nice. I love it. Yeah, and first of all, I took the resin Pro Transparent resin of Italy. It's a low viscosity resin. I took 100 gram and stir it well to put it first into the mold as a first layer. And then I want to put the UV resin in it to make the bubble technique. So, der nächste Step kann folgen. Die erste Schicht ist ausgetrocknet. Ich trage hier das UV-Harz auf, erstmal nur auf einen Engel, dann habe ich weniger Zeitdruck und brauche nicht beides auf einmal machen. Und zwar habe ich dafür das UV-Resin von Decor Rome genommen. Das habe ich mir bei Amazon bestellt und damit komme ich auch ganz gut zurecht. Und darauf möchte ich dann hinterher meine Seifenblasen auftragen und das Ganze dann mit der UV-Lampe austrocknen. The first layer is cured and now I put the second layer on it. I took the UV resin from Decorum. I bought it at Amazon and I think it's okay. And then I want to put the bubble soap, the soap bubble, sorry, on it to make a nice technique. Als nächstes lege ich die Sterne, die ich vorher halbiert habe, in das UV-Harz. Next, I place the stars that I have previously cut in half into the resin.
Und dann blase ich die Seifenblasen auf, um sie auf dem UV-Harz aufzutragen. And then I blow up the soap bubbles to put them onto the UV resin. Die liebe Petra Gerbracht gab mir letztens den super mega Tipp, die Seifenblasen bis über den Rand des Bechers hinaus zu blasen, weil man sie dann tatsächlich viel, viel einfacher einfach nur abstreifen und auftragen kann. Danke, Petra. The lovely Petra Gerbracht gave me the great tip of blowing the bubbles over the edge of the cup to make them easier to wipe off. And it's true. Thank you, Petra. Als nächstes nehme ich die UV-Lampe, die ich für kleines Geld von Amazon gekauft habe, und trockne die Seifenblasen aus, um dann die Form nochmal richtig von Wasser zu befreien, weil Wasser und Harz sich nicht so wirklich mögen. When I take the UV lamp I bought from Amazon to dry the soap bubbles, and then I take a paper to dry the mold from water, because resin and water, it's not so good. Als nächstes mache ich das gleiche mit dem zweiten Engelchen. Next I'll do the same with the second angel. So, ich habe die Form jetzt vom Wasser getrocknet, also ich habe versucht, die Feuchtigkeit darunter zu nehmen, und ja, es kann jetzt weitergehen. I tried to dry the molds from the water, and ja, let us go on. Als nächstes habe ich mir ein paar Chamäleon-Puder zurechtgestellt, und zwar möchte ich verschiedene Farben nehmen für das Kleid, für die Flügelchen, für das Gesicht. For the next step I took some chameleon powders. I want to use some for the dress, for the wings and for the face. You can take what you want. Ihr könnt da nehmen, was ihr möchtet. Weiter geht's mit dem vierten oder fünften Schritt. Wir können die Rückseite aufgießen.
Und zwar möchte ich einen Teil des Engels dunkel unterlegen, würde aber ganz gerne die Flügelchen und das Gesicht etwas heller belassen. Insgesamt habe ich mir erstmal 200 Gramm wieder von dem Resin Pro transparentem Harz angemischt. Und ich habe mir hier die Farben einmal von Colorberry, von der Karat-Kollektion, das Midnight und von Just Paint von Petra Jungblut, das Chianti angemischt. Das möchte ich hauptsächlich in das Kleid gießen. Now follows the fourth or fifth step and we can pour the backsides. And for this I took 200 grams of Resin Pro transparenten resin again and from Colorberry Karat Collection the color Midnight and from Just Paint from Petra Jungblut the color Chianti. With this I want to pour into the dresses and for the wings and the faces I want to take a clear resin. Naja, leider klappt es nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Ihr könnt es hier sehen, die dunkle Farbe zieht in die Flügel, ins Gesicht und naja, etwas anders habe ich mir das schon vorgestellt, aber da kann man nichts dran machen. Es ist halt wie es ist. You can see that my idea doesn't really work. The dark colors draw in both the wings and the faces. It's a pity. It had feared it. But never mind. So, was ich tun konnte, habe ich getan und jetzt können wir nur noch abwarten, was das Harz damit macht. Wir sehen uns dann zum Ausformen. So, I have done what I could do and now we can only wait and see what the resin makes of it. We see us for the molding. Wir können entformen. Es ist wie immer super spannend. We can unmold. As always, it's so exciting. Und los geht's. Na, von da sieht's schon mal prima aus. Es könnte auch mit den Flügelchen geklappt haben. Und es hat fast funktioniert. Unten bei den Sternchen ist die Farbe etwas darunter gelaufen. Schade, aber naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Es gefällt mir insgesamt super, super gut. Die Flügelchen sind heller geblieben und das finde ich prima. Und das Gesicht, ja, etwas Dunkles ist da schon reingezogen, aber damit kann ich echt leben. Es gefällt mir wirklich gut. Und auf geht's zum zweiten. Nein, noch nicht. Es geht noch nicht auf zum zweiten. Ich habe noch was anderes entdeckt. Wirklich ein toller, toller Schimmer. Ich hatte es ins Licht gehalten, um zu sehen, ob es durchscheinend ist. Durchscheinend ist es tatsächlich nur noch an den Flügeln und im Gesicht. Das Kleid natürlich nicht mehr. Das ist das Rote. Super schön. Da hat auch alles mit den Sternen geklappt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dafür ist ein bisschen mehr in die Flügel und ins Gesicht gezogen an roter Farbe. Aber das stört mich eigentlich überhaupt nicht. In dem Fall finde ich es gar nicht schlimm, muss ich sagen. Ein wunderschöner Engel. Auch der blaue. Sehen wirklich hübsch aus. Und ich bin mit dem Ergebnis echt sehr zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Unfortunately, the blue color went under the stars. But the wings
turn out beautifully. I like it. I really like the red angel. The color in the wings and face doesn't bother me either. Please tell me which angel you like better. I would be very happy. Thanks. So, das war mein Beitrag zu dieser wundervollen Kollaboration. Es gibt eine Playlist, worin alle Videos, die an dieser Kollaboration teilgenommen haben, verlinkt sind. Und ihr könnt darüber auch direkt in die Videos reinspringen. Schaut euch gerne die Videos an. Ich werde es auf jeden Fall auch tun. Ich kenne sie im Vorfeld auch nicht. Und ich bin gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ja, die Playlist werde ich euch natürlich unter Beschreibungen hinterlegen. Schaut gerne da rein. Ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß gehabt habt und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute, bleibt gesund. Ciao, eure Petra. Thank you very much for being there. I hope you enjoyed it. I've put a playlist of all the artists who took part in this collab in the description box. Please have a look. Until next time, I wish you all the best and stay healthy. Bye. Yours, Petra.